Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ich habe eigentlich einiges an Stuff hier. Lasst mich kurz überlegen. Insgesamt für 1, 2, 3... müssten 4 Folgen Neuzugänge sein. Nichts übermäßig Spektakuläres jetzt, außer das, was jetzt kommt. Aber es ist so, mir fehlt es aktuell an der Zeit. Ich habe auf Arbeit viel Stress. Es ist halt gerade Weihnachtszeit und geht auch Richtung Neujahr. Und ich arbeite im Getränkehandel, also in einem Verteilzentrum, in einem Logistikzentrum, das andere Märkte, die das dann an die Kunden verkaufen, beliefert. Und da geht es natürlich drunter und drüber. Also die Leute, die kaufen und bunkern und kaufen und bunkern, das ist unglaublich. Ich komme nicht mehr vor 4:30 aus der Arbeit raus. Dementsprechend fehlt mir halt aktuell entsprechend der Nerv, das dann auch nachzubearbeiten. Aufnehmen gar kein Thema, aber die Nachbearbeitung, die strengt mich halt sehr an und dementsprechend kommt da aktuell relativ wenig, aber ich bin natürlich nicht eingeschlafen. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, wenigstens dieses kleine Video hier zu bringen aus ein paar wenigen Karten, die aber dennoch richtig Money kosten. Und naja, diesmal kommt es wieder von jemandem, der seinen Namen nicht hören möchte in diesem Video. Ist derselbe wie letztes Mal, dass ich das gesagt habe. Und natürlich hat er mir hier auch eine Bonuskarte mitgeschickt, freundlicherweise. Und was er uns da jetzt geschickt hat, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also, wir fangen mit dem Bonus an. So, wir haben hier eine japanische Kamen. Ich bin mir nicht sicher bezüglich des Namens. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein unzensiertes Artwork ist oder nicht. Geschweige denn, ob es überhaupt auf Deutsch gibt. Aber ich glaube, auf Deutsch gibt es die schon. Aus SK2. Sagt mir so an sich überhaupt nichts, die Karte. Natürlich erinnert sie mich schon ein bisschen. Das Artwork kommt mir schon bekannt vor, aber irgendwie klingelt es da nicht bei mir. Ich weiß auch nicht. Dann haben wir eine weitere Kamen, und zwar Wendschrecken-Wiedergänger. Meine Lieblings-Wendschrecken-Karte aktuell. Die sieht einfach Bombe aus. Ist ein bisschen an Ding angelehnt, an Resident Evil. Und ich finde, das ist wieder so ein Themendeck, ein neues Thema, ein Randthema möglicherweise auch, das halt wirklich oldschool wirkt, und vor allem diese Karte wirkt halt schon sehr stark oldschool. Dann haben wir einen richtig coolen Schicksalshelden, der auch extrem oldschool wirkt, allein schon vom ganzen Zeichenstil her. Das Schicksalsheld Dangerous. Richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob der schon mal irgendwo im Anime vorkam oder ob das wirklich eine neue Kreation von Konami ist, weil der Zeichenstil, wie die Karte gezeichnet wurde mit dem Hintergrund so, das ist einfach wie aus LOB. Ja, die Karte hätte so, wie sie hier ist, aus LOB oder Metal Raiders oder sonst so herkommen können. Also richtig, richtig cool. Natürlich waren auch Holos dabei, und mit denen starten wir jetzt. Einmal eine Kiste voller Freunde. Das ist eine richtig coole Karte. Ich mag die echt gerne. Die ist aus Number Hunters und von denen kann ich eigentlich gar nicht genug haben. Ich finde, die Karte ist echt niedlich, echt schön. Und wirkt auf der einen Seite auch ein bisschen oldschool. Erinnert so ein bisschen an, wie heißt sie? Injektionsfehl Lilly, genau. Finde ich sehr cool. Also erinnert vom, nicht vom Design selber her, sondern halt einfach von dem optischen Feeling, das die Karte ausstrahlt. Richtig cool. Sehr schön. Dann haben wir die Synchro-Version vom Zera. Richtig cool, das hier ist jetzt der Angel of Sera, First aus dem Movie Pack, wollte ich schon sagen, aus dem Mega Pack 2014, also jetzt nicht der Originalprint, aber sehr, sehr schön, echt coole Sache, freut mich echt sehr. Dann haben wir eine sehr schöne Booster Holo, nämlich die Kaiserin der Prophezeiung, sieht auch in Ultimate Rare wahnsinnig toll aus, echt schöne Karte, auch in einem super Zustand, freut mich, dass er die uns hier mitgegeben hat. Dann haben wir Nummer 10-9, Chaos Dyson Sphäre in Gold Secret. Und zu guter Letzt Nummer S39, Utopia Prime. Was ich an diesem Artwork halt kritisiere, ist, dass Konami sich wieder dachte, man müsse unbedingt das komplette Monster auf die Karte packen. Und aufgrund des dennoch sehr schlichten Designs der Karte geht das Monster im Gegensatz zum Hintergrund halt einfach unter. Ja, also das ist eigentlich ein Fehldesign, die Karte. So, das waren die Bonuskarten, und gekauft habe ich im Allgemeinen eigentlich nur 3 Karten, und zwar aus dem Tournament Pack 3, das Horn des Himmels, eine richtig schöne Karte in Super Rare, die kennen wir natürlich alle, also die Karte an sich nichts Besonderes mehr, kam aus der Legendary Collection, Metal Raiders etc., kennen wir alles schon, aber trotzdem relativ cool, aus dem Tournament Pack in Super Rare, haben wir auch noch nicht gesehen. Dann hier sehr, sehr schön, Fusion Zatch,
Die ist aus dem Tournament Pack 6. Wie viel die beiden jetzt wert sind, weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Und ich sehe, dass die Belichtung hier relativ merkwürdig ist, aber ich kann es leider gerade nicht ändern. Tut mir leid. Und zu guter Letzt die Karte, die wir kennen und die halt wirklich auch schweineteuer ist. Und zwar aus dem Tournament Pack 2 Call of the Grave. Unser viertes oder fünftes Exemplar. Wow, was ist denn mit dem Licht los, Leute? Unser viertes oder fünftes Exemplar heute. Beziehungsweise, dass wir jetzt hier haben, Call of the Grave, eine richtig coole Karte. Ich meine, ich finde es ja cool, wie das hier schillert in der Kamera, aber irgendwie nimmt es das gar nicht richtig auf, oder? Kann das sein? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich sehe das von hier aus schlecht, das sehe ich ja dann bei der Nachbearbeitung. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das sind die drei Karten, die wir hier gekauft haben. Fusion Zedge und Horn of Heaven sind sogar die ersten beiden Exemplare aus eben dem Tournament Pack. Wenn ihr mit der Sendung genauso zufrieden wart wie ich, lasst es mich wissen. Wir sehen uns zur nächsten Sendung und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.